Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nordfriesische Marsch. Unser Düngerstreu ist fertig geworden in der letzten Folge. Jetzt können wir uns einen neuen Düngerstreuer besorgen und mal hier Pflegebereifung aufziehen. Das hat den Grund. Warte mal, welcher ist denn das? Nee, das ist der Frontlader, den baue ich nicht um. Vielleicht brauche ich den mal mit der Bereifung. Den brauche ich vielleicht. Den lasse ich so. Aber den müssen wir gleich mal tanken fahren, wa? Aber erst bevor wir den tanken fahren, machen wir den erstmal gleich sauber. Ah, ne, erstmal gleich. Wir holen uns erstmal den neuen Düngerstreuer, sonst will ich das eh wieder. Den können wir umbauen, den 631. Das reicht zum Düngerstreuer fahren. Da brauchen wir keinen größeren und auch keinen schnelleren. Und das bisschen Saatgut, Dünger, das ist nicht tragisch, was da jetzt verloren geht. Ich glaube, das können wir verkraften. Dann wollen wir den mal verhökern und gleich den Schlepper umbauen. Aber erst gehen wir verhökern. Verkaufen, ja. So. Dann bauen wir diesen um. Habe ich den nur geliehen? Habe ich den nur geliehen? Nein, warum kann ich den nicht konfigurieren? Geht der verkehrt? Ich glaube, der steht zu weit auf dem Parkplatz, ne? Ah, jetzt geht's. Nein. Oh, das ist der Sechser. Nein, wirklich umbauen? Warte mal. Das will ich dann doch nicht. Sechser, Sechser. Zwei Sechser? Nehmen wir 6 ein. Ach, der hatte, glaube ich, den Frontlader, ne? Da ist er. Dann baue ich lieber den 631 um. Passendes Gewicht hat er ja auch. Weil der 681 hat dann doch ein bisschen mehr Kraft. Den könnten wir dann nämlich auch für das neue Mähwerk dann später nehmen, den 681. Aber erst hole ich den neuen Düngerstreu. Ich hab so schnell, können wir mal zeigen, ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich glaube, das reicht, wenn ich den hier hinstelle. Bin mir aber gerade nicht sicher.
Und den fahre ich mal aus dem Bereich. Konfigurieren. Nein. Lege. Lege. Was? Aufgedreht mit 165 PS? Okay. Was ist denn da los? Linear gemacht. So, und da kaufen wir den neuen Düngerstreuer, liebe Leute. Wo ist er denn? War er hier mit bei? Ja, da. Der hat einen größeren Tankinhalt. Wir haben bis jetzt 2000 gehabt, jetzt haben wir dann 3000 Liter. Da kommen wir dann ein bisschen besser mit über die Runden, was unsere Felder angeht, unsere drei. Hinterher ist das auch zu wenig, klar, gar keine Frage. Da sollte man dann überlegen, ob man nicht den Anhänger nimmt. Aber dafür müssen wir erst sämtliche Produktion am Laufen haben. Oder sonst ist das Kaufen auf Dauer ziemlich teuer. So, dann können wir den 681 nämlich wieder zurückfahren. Können wir mit dem andere Dinge tun. Jeden Tag tun. Wenn wir das Gewicht stehen lassen, könnte man das Mähwerk schon mitnehmen. Einmal dieses. Einmal dieses. Weil dann sind wir nämlich hinterher schlagkräftiger, wenn es Minen angeht. Dann ist ja Big M nicht so überlastet. Dann kann der 681 mit dem nämlich losfahren. Oder der Klaas. Müssen wir mal gucken. Das Gewicht können wir hinterher immer noch holen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Der Big M hat schon wieder durchdrehende Backen. Ist denn jetzt schon wieder hingeblieben? So, dann haben wir 2-0 Dinger heute gekauft. Ich denke mal, die Investition hat sich wohl gelohnt. Aber ich kriege schon wieder einen Krampf. Das ruppelt und zuckelt schon wieder. Ich drehe ab. So wie CP-Fahrer habe ich gar nicht am Start. Gerade mal 2 Stück. Boah, da muss ich Bild von machen. So, dann stellen wir den eben beiseite. Weil sonst passt er nicht unter das Dach. Den lassen wir mal so stehen. Können wir ruhig machen. Wieso hat der Durchdrehende... Alter, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ah, da ist auch ein Stück normaler Baum. Aber wir haben auch immer die Bäume weg, alles kacke. So, der steht im Big M drin. Warum schneidet der nicht?
Nirgendwo nicht richtig. Und jetzt fällt er genau in die verkehrte Richtung. Boah, ich hab's geahnt. Ich hab es geahnt. Dass wir den jetzt auch so schnell nicht loswerden. Ich hoffe, er bleibt jetzt da liegen. Aber warum er hier auf so einen Schlenker macht, weiß ich auch nicht. Ist egal, der ist auf jeden Fall damit beschäftigt, der sammelt noch. Und der ist am Ziel. So, den können wir dann wieder füllen, weil wir müssen gleich weiter tun auf Feld 20. Schon wieder durchdrehen, ich drehe ab. Mit dem Big M will das wirklich nicht. Oder ich muss einen anderen Kurs mal anfangen lassen. Das nutzt alle nichts. Mit dem jetzt auf Feld 20. Hä? Dann fängt's hier drüben. Ja, dann fängt's hier rum an. Ist egal, Hauptsache fängt an. Dingen sehen. So, viel Spaß. Das kann ja nicht sein, dass er schon wieder fest und ey. Bin ich mehr normal, was macht ihr denn hier? Der fährt ja auch irgendwie nicht vernünftig. Er hat doch die erste Spur gemäht und jetzt bleibt er hinten mal fahren. Ja, das ist jetzt der Kurs zum... Die Bahn hat er doch auch nicht. Wir löschen den Kurs mal. So. Jetzt das Ganze nochmal. Aktuelle Fahrzeugoption. 1-2 Vorgewinde. Wer ist die Bahn? Ach ne, das ist scheißegal. Hier ist das ja egal. Azimeter, passt. Komm mal rein, müssen wir nicht sehen. Warum? Geht der nicht? Feldarbeit. Ich verstehe es nicht. Liebe Leute, wenn ihr dann eine Lösung für mich habt, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare.
alles in Ordnung eingestellt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Versteht ihr das? Was aus, als wenn er nach CP fahren würde, ne? Jetzt schneidet er weiter. Ich muss ihn nicht verstehen, nein, will ich auch nicht. Warum fährt er mit 14? Okay, ich lasse ihn jetzt einfach so. Das habe ich jetzt mal ein bisschen ernst geschrieben, weil das ja der neue Kurs eigentlich ist, aber ob der noch so funktioniert, ich weiß nicht. Werden wir sehen. So, der wartet immer noch. Der wartet auch noch, aber der kann aufladen. Weil wenn es nicht angenommen wird, dann bleibt das nämlich schön da liegen. Wird nämlich nur angenommen, wenn du sie erstmal ablegst. Oh, laut auf. Den brauchen wir gerade nicht, der ist noch zu gange. Der ist fertig mit dem. So, dann können wir den wieder voll machen und zu Feld 1 schon mal rüberbringen. Ich überlege, ob wir den noch auf Rasenfelder schicken. Schlecht wäre es hier nicht, wa? Wenn wir pressen würden. So, dann fahren wir den mal rüber. Und dann in der nächsten Folge müssen wir dann mal gucken, wegen der Holzverarbeitung, wie weit die da sind. Wegen der Produktion von den Paletten. Habe ich denn für Feld 1? Düngerstreuer, ja. Auch dahin in der Ecke, okay. Auf jeden Fall, liebe Leute, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Düngen, mit der Holzindustrie und weiter mit Ansehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus, euer Jens. Tschüss.